Ja, hallo Leute, hier ist wieder Dara für euch und ich habe Teil 118 meiner Let's Play Minecraft-Serie für euch dabei. Und wir haben hier unten ja einen kleinen Tunnel gebaut. Und ich habe da schon angefangen, einen zweiten zu bauen, weil ich vergessen habe, Steine mit runterzunehmen. Ich habe das nämlich schon mal vorbereitet. Ihr kennt das vielleicht noch im Abstand von 5 TNT. Dazwischen nichts, drunter Steine und das wird dann, ja, wie soll ich sagen, eine Kettenreaktion auslösen. Und wir werden das jetzt einfach mal starten. Ich werde dazu dann hier den Stein davor platzieren, dass das sicher ist. Und ich würde sagen, wir starten einfach mal. Naja. Egal. Das passt doch schon mal ganz gut. Wir machen jetzt hier schnell ein paar Fackeln hin. Und okay, da hat's jetzt wegen dem Kies, der hier war, ein bisschen mehr zerrissen. Aber ansonsten haben wir hier einen richtig, richtig tollen Weg reingesprengt und haben hier Eisen freigelegt. Eine ganz tolle Sache. Dann würde ich sagen, machen wir jetzt im nächsten Schritt das Ganze hier mal ein bisschen schöner. Sprich, wir sorgen dafür, dass das auch ein richtiger Gang ist. So. Ich mache das hier alles mal wieder zu, dass wir wirklich auch schön einen richtigen Gang haben und nicht so ein riesen Loch. So. Aber bis auf das bisschen Eisen und hier dieses Redstone haben wir hier leider nicht so viel gefunden. Das ist ein bisschen schade. Doch, ja, wie soll ich sagen? Es ist nicht ganz so tragisch. Da wir ja auch erst angefangen haben, das war jetzt unsere erste Sprengung. Und man muss dazu sagen, das war keine besonders große Sprengung. Also, ja, durchaus noch. Oh, Redstone. Durchaus noch Verbesserungspotenzial da. So. Okay, da geht uns jetzt, Moment, da geht uns jetzt doch dann der Cobblestone aus. So. Baue mich hier mal kurz hoch, dass wir hier drankommen. So. Und dann machen wir zumindest teilweise das Zeug hier zu. Das nehmen wir aber auch noch mit. Noch mehr. So. Ach, das kommt natürlich mit. So. Und jetzt. Nein, ich mache das später zu, wenn wir. Ups. Das wollte ich gar nicht.
Ja, wir nehmen noch das Eisen mit, das brauchen wir natürlich. Na, jetzt komm schon. So, da ist nochmal ein bisschen Eisen. So. Wunderbar. Komm, wir nehmen noch hier die Kohle mit. Das gibt's ja nicht, da ist Eisen. Ja, was sich manchmal so hinter Kohle verstecken kann. Oh, da ist Gold. Oh, da ist Diamant. Hey. Was sagt man dazu? Oh. Und das ist nicht gerade wenig Diamant. Wow. Hey, das kann ja wohl nicht wahr sein. Schaut euch mal das viele Diamantzeug hier an. Ah, oh, perfekt. Ach so, aha, da ist noch ein bisschen Kohle und da oben haben wir noch mal Eisen. Da ist nichts. So. Und halt, wir machen hier doch lieber noch ein bisschen Licht. Man weiß ja nie, nicht, dass hier irgendwas spawnt. Oh, Eisen. Wow. Also ich muss sagen, diese Ausbeute hier, die war außerordentlich gut. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Wir haben 7 Diamanten. Sehr schön. Wir haben 19 Eisen, 5 Gold, ein bisschen Kohle. So, ich werde jetzt noch ein paar Fackeln machen. So. Wunderbar. Dann würde ich sagen, bringen wir unsere Funde mal schnell in Sicherheit. Nicht, dass wir irgendwo auf Lava treffen oder auf eine Meute von irgendwelchen Monstern, was weiß ich, Creepern oder so. Da ist nix. So. Ja, ich muss sagen, also wir hätten da, wenn ich das jetzt so sehe, vielleicht früher mal schon weitermachen sollen an dieser Stelle. Das hätte sicher einiges an Zeit ersparen können. So. Wir werden jetzt erstmal schauen. Wir haben halt da oben. Oh, wir haben jetzt so viel Diamant schon, das. Oh Gott. Da müssen wir uns wirklich mal ein paar Diamant-Tools machen. Doch, bevor wir das tun. Halt, da habe ich jetzt was vergessen. So, wir machen uns jetzt erst einmal wieder ein paar Eisenbarren. So. Oh, Clean Stone. Da war das Eisen, das packen wir hier rein. So. Dann hier kommt das Gold rein. Die lassen wir auch mal hier. Dann. Ja, jetzt müssen wir erstmal wieder das Inventar mal ein bisschen
abstauben, sozusagen. Also da ist einiges drin, was wir schon eine ganze Weile mit uns rumschleppen. Und ja, komm, ein bisschen Erde nehmen wir auf jeden Fall mal mit. Den Kies, den lasse ich jetzt aber hier. Den brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir packen erstmal unseren Stein hier rein. Den nehmen wir natürlich nicht mit runter. Den brauchen wir nämlich jetzt überhaupt nicht. Den Sand, den brauchen wir aktuell auch nicht. Hier hinten haben wir den Sandstein. Den lassen wir auch erstmal da. Dann hier das Glas, das schleppe ich jetzt auch nicht mit mir rum. Die Treppen behalten wir mal, das Holz behalten wir auch mal. Die behalten wir auch mal. Redstone. So. Ja, damit hätten wir das mal ein bisschen aufgeräumt. Dann besorgen wir uns noch ein paar Steine. Ach komm, nehmen wir doch einen ganzen Stack mit, so. Und zu guter Letzt stellen wir uns noch schnell ein paar Sachen her. So. Und zwar machen wir das 1, 2, 2, 3, 1, 2, 3. Halt so. Wunderbar. So, dann haben wir jetzt erstmal ein paar Diamant-Tools. So, ich werde jetzt noch das Steinzeug verbrauchen. Aber dann setzen wir erstmal eine Weile Diamant-Tools ein. So, die restlichen Diamanten packe ich mal hier rein. Und dann würde ich sagen, gehen wir direkt wieder runter. So. Dann machen wir erstmal hier wieder zu. Das muss ja nicht so bleiben. Und ja, ich weiß, ich muss das nicht komplett zumachen. Ich mach's aber. Denn, wie ich schon oft gesagt habe, ich kann's nicht leiden, da irgendwelche Hohlräume zu haben. Es kann ja mal sein, dass wir irgendwo irgendwie wieder graben und dann haben wir plötzlich irgendwelche Löcher, die vor uns auftauchen und müssen sie dann wieder flicken. Also beheben wir das Problem direkt, indem wir alles ganz einfach wieder normal zumachen. So. Das kommt zu. Hier hinten, das kommt auch zu. Wunderbar. Und jetzt schauen wir noch, dass wir hier die Fackeln einigermaßen vernünftig gesetzt bekommen. Da müssen wir noch zumachen. So. Also wir machen die Fackeln hier auf diese Höhe und Abstand 3. Hier.
Wunderbar. Okay. Da hinten haben wir noch mal eine Fackel vergessen. Das muss natürlich nicht sein. So, die kommt gleich wieder weg. Und dann würde ich sagen, ja, machen wir eigentlich einfach mal direkt hier weiter. Das schadet sicherlich nicht. So, machen wir noch ein bisschen... Oh, Eisen. Ich sollte hier unten ein bisschen vorsichtiger sein wegen der Lava. So, das machen wir so wieder zu. Gut, hier noch so. Das sorgt dafür, dass nachher alles richtig schön gleichmäßig explodiert. So, nehmen wir die Lava hier mal weg. Ja, wie machen wir das am besten? Ich würde sagen, wir graben uns dann am besten vielleicht hier irgendwo hoch und schauen, ob wir das von oben irgendwie beseitigen können. Oder... Ja, doch. Probieren wir das am besten mal hier mit ein bisschen Abstand. So. So. Moment, das kommt aus welcher Höhe? Das ist hier drüber. So, schauen wir mal. Genau da wollte ich hin. Da müssen wir wohl noch weiter hoch. Das hier mache ich mal wieder zu. Oh. Okay. Dann würde ich sagen, gehen wir noch mal eins weiter hoch und wunderbar, genau. Okay. Hier haben wir schon unseren Übeltäter. Schauen wir uns das mal ein bisschen genauer an. Das scheint ein größerer Lavasee zu sein. Mit einer Höhle, die da anschließt. Ich würde sagen, da bedienen wir uns vielleicht mal einem kleinen Trick. Und zwar... werden wir da erst einmal... da.
So. Ich glaube, ich muss mir da unten noch mal eine Wasserquelle machen. Moment. So. Einmal so, einmal so. Und ja, komm, das lasse ich da, das passt so. Habe ich da gerade. Ich dachte, ich hätte da gerade was gehört. Ja, ich weiß nicht, irgendwie werde ich ziemlich paranoid, sobald irgendwie die Monster an sind. Ich weiß nicht, woran das liegt, aber irgendwie. Ja. Gut, wir machen uns hier mal eine. Unendliche Wasserquelle. Jetzt bin ich nur am Überlegen, wo wir die am besten hinmachen. Ich mache die jetzt einfach hier hin. So. Und halt machen wir das auch schön. So. Da kommt noch sowas hin. Und dann machen wir hier wieder unser Wasser rein. Und jetzt haben wir eine unendliche Wasserquelle. Aber hups, das war jetzt nicht beabsichtigt. Mir kommt da gerade eine viel, viel bessere Idee. Ja gut, die Zeit ist so langsam mal wieder reif. Wir müssen hier einen Cut machen. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao.